Hi, du, ich hoffe, dir geht's gut. Heute zeige ich dir ein leckeres Protein-Porridge. Super einfach, aber sehr lecker. Wenn du mal sehen willst, wie das geht, dann bleib doch einfach mal dran. Als erstes starten wir mit Haferflocken. Ganz klar. Ich wiege euch das einmal ab. Also, wir brauchen 100 Gramm an Haferflocken. Und ja, ich nehme jetzt hier Feinblatt. Und dieses kannst du schon mal in den Topf geben. Ganz normal eine kleine Spielkasserolle nehmen. Da rein. Jetzt nicht keine Milch nehmen. Nimm keine Milch. Ich nehme ganz normales Wasser. 2:1, das reicht, das wird ein bisschen dicker, aber da kommt der Trick des Proteins dann zu. Also ich nehme Isolat, weil ich laktoseintolerant bin und das kann ich dir auch nur empfehlen. Und wie gesagt, 2:1 Wasser dazugeben und dann einmal aufkochen lassen. Während das alles aufkocht, einmal Isolat abwiegen. Ich nehme jetzt hier sehr gerne Vanille. Hier habe ich auch einen Butterkäse gemacht, das geht auch, oder eine Schokolade. Und ich wiege mir immer 50 Gramm ab. Das ist schon eine Hausnummer, ich weiß, aber das ist ausreichend für dieses Rezept und wenn du pumpen warst oder einfach nur satt werden willst, dann ist diese Menge an Isolat auf jeden Fall auch ausreichend. So, schauen wir hier. Dann ist so richtig fest und zäh. Und jetzt gibt es einfach Isolat dazu. Einrühren. Jetzt würde das man ja denken, das stockt ja noch mehr. Aber nein, du siehst es schon, es wird schon richtig cremig. Und nehmen jetzt hier am besten einen Löffel für. Dann kommst du auch unten an die Ränder. Und schon ist es wieder flüssig, cremig und super lecker. Das alles fülle ich jetzt hier wieder ab, die Schüssel. Ich glaube, das war das schnellste und einfachste Rezept, was ich hier jemals hochgeladen habe. Und dann gebe ich ganz gerne noch Blaubeeren dazu. Das liegt einfach nur daran, dass ich auf Blaubeeren stehe, die kaum Kalorien haben. Und die noch sehr viele Ballaststoffe haben, was auch sehr gut ist, Antioxidantien. Deswegen die noch dazugeben, ein bisschen verteilen. Also, wie gesagt, wenn du das nicht magst, kannst du auch Himbeeren nehmen oder sowas, oder alle anderen Sachen. Im Sommer zum Beispiel frische Kirschen, perfekt dazu. Das kann ich dir auf jeden Fall noch nahelegen, das ein bisschen zu finden. Und wenn du das hier machst, am besten nach dem Training, weil oder nach dem Sport allgemein, weil Haferflocken, ja, die gern so ein bisschen nach, das ist halt irgendwie beim Training dann sehr uncool. Und wenn du, ja, nicht abnehmen möchtest oder einfach nur satt werden möchtest, dann kannst du das so machen. Nimm es ab, wenn du, wie gesagt, nicht abnehmen möchtest oder zunehmen möchtest, dann kann ich dir noch einen Tipp geben, gib noch ein bisschen Erdnussbutter drüber. Ich habe jetzt hier 100% Erdnussbutter. Und ich glaube, ich werde jetzt einfach mal abwiegen, wie viel Gramm ich da drauf mache. Das werden ein Esslöffel sein. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Hauptsache, du nimmst halt ölig-cremige Erdnussbutter. Und zwar ist das die, wo das Öl oben drauf schwimmt, wo es das unterrühren muss. Und ich gebe dann halt, wie gesagt, ganz gerne nochmal ein paar Kleckse da drauf. Das sind ungefähr 20 Gramm. Das kannst du dann einrühren. Schmeckt dann halt auch noch ganz gut. Noch ein bisschen reichhaltiger halt. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon. Was ist denn dein Lieblingsfrühstücksrezept, Proteinfrühstücksrezept? Schreib mal einen Kommentar und dann würde ich sagen, bin ich jetzt erstmal wieder raus und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.